Wer wird der Nachfolger von Oliver Glasner? Genau das ist die Frage, die sich jetzt einige bei Eintracht Frankfurt stellen. Aber es soll wohl jetzt eine Einigung mit Tino Topmöller gegeben haben. Alles dazu hier in diesem Video. Aber vorab lasst ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo für den Kanal, um nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Ja, laut VRM soll es so sein, dass Eintracht Frankfurt wohl vor einer Einigung mit Tino Topmöller steht. Der ehemalige Ex-Gefährte, Weggefährte von Julian Nagelsmann, der wirklich schon alle Stationen von Julian Nagelsmann als sein Co-Trainer begleitete. Und damit wird er wohl sein erstes richtiges Cheftraineramt übernehmen und der neue Coach an der Seitenlinie von Eintracht Frankfurt werden. Somit ist eigentlich alles so ziemlich zwischen Verein und dem neuen Trainer geklärt. Die Nachfolge steht quasi schon fest. Es geht jetzt nur noch um die Verhandlungen mit dem FC Bayern München. Denn ja, er ist immer noch bei den Bayern angestellt. Das liegt natürlich daran, dass er mit Julian Nagelsmann gemeinsam freigestellt wurde, demnach noch Gehalt von dem FC Bayern München bezieht und noch einen gültigen Arbeitsvertrag dort hat bis 2026. Demnach wird eine Ablöse fällig. Wie viel? Genau das ist jetzt eben der Knackpunkt. Eintracht Frankfurt, die wollen nicht so wirklich viel zahlen. Sie, ja, ich sag mal, haben natürlich auch irgendwie recht, der ist aktuell nur zu Hause. Man braucht jetzt ja auch nicht so viel für einen neuen Trainer ausgeben. Der FC Bayern München, die fordern da wohl 300.000 Euro. Das ist Stand jetzt Eintracht Frankfurt noch zu viel. Man wird da aber wahrscheinlich, so gehe ich mal stark davon aus, sich irgendwo dann in der Mitte treffen, 100, 150, irgendwie so, denke ich, könnte ich mir da sehr, sehr gut vorstellen, dass man da auf jeden Fall einig ist. Gerade wenn man von einem Trainer überzeugt ist, dann sollte man, denke ich, so einen Betrag investieren. Aber ist Tino Topmöller wirklich bereit, Eintracht Frankfurt zu übernehmen? Eine Truppe, die möglicherweise nächstes Jahr europäisch spielt? Ich meine, wenn sie jetzt in der Liga werden es nicht mehr schaffen, das hat wahrscheinlich jeder mittlerweile mitbekommen. Aber über den DFB-Pokal könnten sie natürlich noch nach Europa reinrutschen. Und Europapokal, das liegt ihnen. Man muss auch sagen, es gibt da so ein bisschen Vergangenheit, Eintracht-Vergangenheit. Sein Vater war lange Zeit bei der Eintracht Trainer, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Von daher passt das schon richtig gut. Es ist auf jeden Fall ein Match zwischen Tino Topmöller und Eintracht Frankfurt. Ich bin sehr gespannt, was er da so hinlegen wird. Bei Julian Nagelsmann, da galt er als sehr, sehr sympathischer Mann. Beispielsweise Jamal Musiala, der kam mit Tino Topmöller viel besser zurecht als beispielsweise mit Julian Nagelsmann. Und daher denke ich, wird das schon ein emotionaler, passender Trainer für Eintracht Frankfurt sein. Was ist denn eure Meinung? Bringt der genug Erfahrung mit? Oder meint ihr, das wird ein Experiment, was nach hinten losgeht? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.